Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. In der letzten Folge haben wir gegen einen großen Werwolf gekämpft. Hier kommt ein kleiner Werwolf, hier kommen zwei kleine Werwölfe. Einfach mit einem Dolch kaputt hauen, die Schweine backen und dann läuft das. Und mussten ein Türchen sprengen. Ich werde mal hier kurz Schattenmagie, Lichtmagie ist das natürlich. Damit wir Leben zurückbekommen. So. Ein großer, großer Baumstamm. Oh, hier ist eine Leiche. Und der hat eine Schriftrolle, natürlich. Der große Deku war einst der größte und prächtigste Baum des Waldes. Er war so hoch, dass man seine Krone meilenweit sehen konnte. Manche glaubten gar, er sei lebendig. Und seine magische Kraft schütze den Wald vor den Angriffen der dunklen Kreaturen. Ich weiß nicht, ob an den Legenden etwas Wahres ist, aber ich weiß eins. Die dunklen Fürsten, die in dem Baum wohl ein Symbol des Lebens sahen, belegten ihn mit einem Pestfluch, der unter seinem toten Sumpf immer noch lebendig ist. Schade. Sieht sehr, oder wäre bestimmt sehr imposant gewesen, so einen Baum hier zu sehen. Also alleine der Baumstumpf ist schon so enorm groß, dass der eigentliche Baum, leck mich am Arsch, riesig wäre. Ach, das ist Licht von From the Sun. Na gut, dann klettern wir mal ein wenig hoch. Hui, ich dachte gerade, der fällt runter. Der Turm ist kaputt, der erinnert mich gerade ein wenig an The Witcher. Oh, verdammt, ich muss auch noch lustern. Nein! Oh, shit. Na toll. Das war scheiße. Das kann man durchaus mal so stehen lassen. Moment. Hoch. Ich muss ja auch A drücken, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt machen wir's. So. Achso, wofür ist das hier? Ah, cool. Ich könnte jetzt auch wieder zurück. Aber bevor ich hier irgendwie gucke, zurückzugehen, will ich natürlich gucken, ob hier irgendwas liegt. Aber es scheint mir fast nicht so. Dann mache ich einfach die Statue kaputt, weil ich das scheiße finde. Dann werden wir mal in den Baum sogar gehen. Und damit haben wir den verzauberten Wald, das Level, abgeschlossen. Naja, wirklich was kaufen können wir nicht. Eins von eins gefunden, Monster besiegt, ja, Golems, dies, das, supi, supi. Waffen-Upgrade habe ich mal wieder nicht gefunden. Ich schäme mich. Achso, 42%, manchmal, krass. Selbst wenn man alles findet, schafft man keine 100, da muss man nämlich noch andere Sachen, man muss ja auch dann, diese Mission sollte man dann auch noch machen, dann zusätzlich, ja, ja. Aber wir gehen jetzt in die unterirdischen Höhe. He is becoming stronger with every step he takes. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing, but there are other creatures in the dark places of the world. Creatures who know nothing of his plight, but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this godforsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is, and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear as they look into the eye of their quarry. Go, my friend, save your love. Also ich bin ja schon mal wohl gar nicht der Gejagte. So viel schon mal dazu. Achso, da muss ich lang. Momentchen, bevor ich da hingehe. Ganz genau alles inspizieren. Nö, sieht nicht so aus, ob ich hier was machen kann. Na gut, dann können wir weitergehen. Ich glaube, hier muss ich gegen Spinnen kämpfen, ne? Oder? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube schon. Könnte sein. Boah, das ist voll krass, was ich alles so übersehe, ey. Das ist voll schlimm. Also das Leveldesign, wenn man stirbt, ist super. Ich doch. Eine Spinne.
Das Problem ist, dass sie uns nämlich auch vergiften können und das ist scheiße. So, weg mit dir, du blödes Kackmonster, Spinnenvieh. Das Problem ist, ich kenne die Bewegungen nicht mehr. Aha, okay. Das Problem ist, hier sind Kugeln im Weg, die stören gerade ein bisschen. Nein, geh weg. Ich muss die mal kurz einziehen, damit die mich nicht nerven. Ich glaube, die verspuckt die auch Gift. Ich mag ja Spinnen nicht unbedingt so, ne? In echt jetzt. Hua, voll daneben, Spinne du. Ah, voll daneben. Nicht mit uns. Ah, du willst mich doch bestimmt angreifen. Komm her. Jetzt stirb doch. Alter, ey, ich bin voll geil ausgewichen, Junge. So geil kann man eigentlich gar nicht ausweichen, würde ich mal behaupten. Oh, jetzt haben wir wenigstens wieder Full Life und Schattenmagie können wir deaktivieren. Scheiß Spinnen, ey. Immer diese Spinnen. Finde ich nicht gut, sowas. Ich habe bestimmt auch hier wieder Sachen übersehen, das glaubt man nicht, aber wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich tot. Wo ich frage mich auch immer, wo werden denn die ganzen Sachen hier versteckt, ey, jetzt mal ohne Witz. Moment, kann ich hier nach oben? Nein. Okay, da oben kann schon mal nichts sein. Jetzt gehen wir mal hier runter. Natürlich werden wir wieder angegriffen. So, komm mal her, mein kleiner... Mein kleines Wölflein. Ach, ich mag das, muss ich sagen. Boah, das... Oh, das ist eine Spinne. Nein, ich möchte nicht von einer Spinne angegriffen werden. Geh weg. Scheiße. Alter, jetzt geht mir doch nicht auf die Eier. Das kann doch alles nicht euer Ernst sein hier. Ich bin ausgewichen, aber hallo, bin ich ausgewichen. Wenn du so ausweichen könntest, wie ich ausgewichen bin, dann wärst du glücklich. Können wir ein paar von denen ranholen. Ich brauche mehr Energy for the Lichtmagie. Hallo? Alter, du bist voll scheiße. Da ist er doch. Hol ihn dir ran. Mach mal hier Bam. Und dann ziehen wir uns mal die Lichtkügelchen ran. Dann werden wir mal ausweichen hier und dann jetzt können wir kämpfen. Super, ich sehe die Spinne gar nicht. Das ist natürlich immer ein Vorteil für einen Kampf, wenn man die Gegner nicht sieht. Behaupte ich mal. So. Ne. Komm, jetzt greif mich schon mal an. So. Hihi. Ha! Warum kannst du mich gar nicht treffen, du blödes Kackvieh, aber hier am Boden. Hua. Nein, es hat mich getroffen. So. Vielleicht muss ich doch einfach mehr kaputt machen. Das könnte durchaus möglich sein. Jetzt schauen wir uns mal ganz genau diesen Raum an, wo ich wahrscheinlich sowieso nichts finden werde, weil ich zu blind bin. Moment. Okay, jetzt ist schon mal meine Frage. Wo soll ich lang? Da oder da? Ich gehe mal... Nee, da. Gehe ich da lang? Ist einer von den beiden wahrscheinlich der richtige, aber welcher ist es? Und... Ja. Nein. Scheiße. Soll ich jetzt... Nein, geh doch mal hoch. Oh, wo soll ich denn jetzt lang gehen, ey? Welcher Weg ist der richtige? Ich weiß es doch nicht. Ich bräuchte so eine kleine... Unterweltkarte. Das wäre voll super. Ist das der richtige oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal jetzt hier lang. Wir müssen uns entscheiden. Das tun wir. Wir gehen jetzt hier lang. Da hinten ist auf jeden Fall was Blinkendes. Von da schon mal nicht falsch. Boah, ich dachte, der fällt runter, der Junge. Wofür ist das? Du musst dein Kampfkreuz aufrüsten. Ach, leck mich am Arsch. Immer muss man irgendwas aufrüsten. Ist doch unglaublich. Aber warum geht's jetzt hier lang? Ich bin total verwirrt. Nein, ich möchte hier wieder weg.
da gespeichert. Das ist bestimmt auch noch der richtige Weg gewesen. Beziehungsweise der richtige Raum oder der richtige Ort, wo ich jetzt hingemusst hätte. Und ich weiß nicht, ob ich den anders auch noch irgendwie erreichen kann. Auf jeden Fall, naja. Hier geht es nämlich auch noch lang. Mal schauen, wohin. Aha. Hier hin. Ich verstehe. Woanders hin. Aha. Okay, da unten ist auf jeden Fall was für Leben. Da ist schon eine Riesenpracht. Da hinten ist einer. Da hinten ist was. Da hinten ist was. So. Du hast natürlich eine Schriftrolle dabei. Super. Wohin ich auch blicke. Überall warten Tod und Zerfall. Gott hat uns verlassen. Ich habe meine Mission aufgegeben. Die Lage ist hoffnungslos. Ich will nicht sterben. Will nicht wie meine Ordensbrüder enden und am Wegesrand liegen bleiben, damit der nächste Abenteurer, der vorbeikommt, sich an meinen Sachen bedienen kann. Ich will nicht, dass mich dieses Schicksal ereilt. Sorry, Bro. Muss ich jetzt hier lang oder nicht, ey? Das ist doch nö. Ach, Mann. Ja, ich halte mich doch fest. Ist alles gut. Ich glaube, ich gehe mal kurz wieder zurück. Ja, ich halte mich fest. Alles gut. Ich muss alles nachgucken. Habe ich volles Leben? Nein. Aber jetzt. Das ist natürlich immer das Problem. Immerhin. So. Weg mit dir. Oh, eine Bombe. Noch eine Bombe. Verdammt, die hat mich getroffen. Ihr müsst hier hinschmeißen. Ja, so. Aua. Alter, der hat mich voll getroffen. So, die ist kaputt. Ich glaube, ist das der richtige Weg? Es scheint mir fast so, wenn ich die kaputt machen musste, bestimmt. Alter. Lass mich verarschen, Junge. Ah, gib's direkt mal auf die Fresse. So, okay, ich vermute, das ist der richtige Weg. Das heißt, alles andere kann ich jetzt, hoffe ich, getrost nachschauen. Dann werde ich erstmal die anderen Wege abgehen. Und hoffen, dass das auch der richtige Weg ist. Nicht, dass das jetzt so ein Alternativweg war. Oder ist, und jetzt habe ich das mir gerade voll versaut. Ich bin da immer so ein bisschen, muss ich ja sagen, uneins mit mir selbst. Ob ich hier lang gehen soll oder nicht. Ich mache jetzt einfach das hier kaputt. Auf jeden Fall ist das alles mit Spinnennetzen hier verwoben. Oder verbunden. Das macht es jetzt nicht einfacher zu wissen, ob das der richtige Weg ist oder nicht, aber... Mal gucken. Hier gibt es aber bestimmt gleich einen Kampf. Jawohl. Hingegen eine Riesenspinne. Komm, du willst doch auch. Ja, komm. Alter, die ist voll ausgewichen. Oh nein. Oh nein. Ah, Hilfe. Davon sollte ich mich dann nicht treffen lassen, denn dann bin ich vergiftet, glaube ich, ne? War das. Der Angriffsmodus. Warum geht's dann lang? Daneben! So, ich glaube ein paar Hiebe noch und ja gut, die ist weg. Dann sammeln wir den Rotzmann ein. Mehr gibt es hier auch gar nichts zum kaputt machen. Dann machen wir mal das kaputt. Können wir hier hoch? Ah, Tatsache. Okay. Aber... nee, hier können wir nicht hoch. Schade. Na gut. Dann gehen wir hier hoch. Dann macht er auch nichts.
Hier hoch? Nein. Hier einfach weiterklettern. Okay, machen wir. Ach so. Ah, okay, dann komme ich nämlich zu dem Ein- bzw. Ausgang, was auch immer das sein soll. Hui! Und können mal eine Runde weiterschauen. Immer vergesse ich dieses A. Ich habe einen Runenschlüssel. Okay, ich muss sowieso zwei finden, vermute ich, ne? Na gut, dann wollen wir nämlich den anderen auch mal holen. Ich weiß jetzt nämlich aber auch nicht mehr, wo ich hin muss. Man könnte quasi sagen, ich habe mich ein wenig verlaufen. Kann ich hier rüberspringen? Ja, natürlich kann ich das. Selbstverfreilich. Warum läufst du denn so langsam? Willst du mich verarschen? Lauf, schneller, mein Freund. We have no time to waste. Tja, ich hab bestimmt 100 pro was übersehen. Hier gibt's auf jeden Fall nochmal eine Schriftrolle. Ich bin der Fährte von Rinaldo Gandolfi gefolgt, dem berühmten Alchemisten und Angehörigen der Bruderschaft des Lichts. Ich weiß nicht, was ihn dazu brachte, den Orden zu verlassen. Oder wieso er in die Wildnis verschwunden ist. Aber wir hätten in diesen finsteren Tagen sicher Verwendung für seine Fähigkeiten. So viel steht fest. Es heißt, dass er viele magische Waffen und Relikte schuf. Und dass er sie an Orten versteckte, die nur schwer zu finden sind. So schwer, dass es den entschlossensten und verdienstvollsten Individuen vorbehalten bleibt, sie aufzuspüren. Oder denen, die wissen, wo sie sind. Ah, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich allerdings eins mal kurz machen. Nämlich zurückgehen. Ach, verdammt. Ah doch, das geht wohl. Ich muss oder will nämlich mal kurz gucken. Ganz. Na nun. War schon lasche komische Geräusche hier. Hier gab es, glaube ich, auch noch einen Weg, den man gehen konnte. Oh, Alter, wo kommst du her? Was ist denn hier los? Wilde Party. Wieso? Alter, warum sind die schon wieder hier? Na, das verstehe ich aber nicht. Leck. Ich weiß gar nicht, ob die Angriffe dadurch auch automatisch stärker werden. Könnte natürlich sein. Okay, den habe ich eigentlich umsonst gerade geworfen. Aber egal, hier sind noch ein paar Messerschins. Habe ich den nicht schon kaputt gemacht? Warum lebt denn hier auf einmal wieder? Was soll denn das? Das finde ich aber nicht so cool. Du doofe Kackspinne, du. Denn den Weg da oben bin ich nämlich nicht gegangen. Und den will ich jetzt mal eben gehen. Gucken, was ich da so finde. Vielleicht finde ich auch direkt den anderen Schlüssel. Würde mich zwar ein bisschen wundern, aber wer weiß. Alter. Aschwar, Knäppchen. Ah, die ist tot. Tja, Spinne. Unglaublich, wie schwach die sind. Moment. Hier war ich doch schon. Oder? Ach nee, stimmt. Hier bin ich ja dann wieder hoch, gegangen, weil ich nicht wusste, ob das dann der richtige Weg wäre. Los. Nein, dann geh hoch. Auch gut. Haben wir hier irgendwas? Nein. Da hinten, da ist auf jeden Fall eine Leiche. Entweder hat er noch einen Runenschlüssel oder was anderes. Hm, eine Schriftrolle. Trotz ihrer Größe sind Spinnen überraschend schnell und wendig. Ich habe gehört, dass ein erfahrener Krieger sie sogar in gewissem Maße zähmen kann, wenn sie erschöpft genug sind und dann auf ihn reiten kann, wie auf einem Warzenschwein. Ich habe auch gehört, dass man mit ihren Netzen Brücken weben kann, die stark genug sind, um das Gewicht eines erwachsenen Mannes zu tragen. Unglaublich.
Vielleicht verliere ich ja langsam den Verstand, weil ich an diesem höllischen Ort gefangen bin. Ich muss verrückt sein, so etwas zu glauben. Ich glaube sogar, man kann da durchaus noch etwas stärkere Netze spinnen. So, okay. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Supi. Okay. Okay. Alles Klärchen. Dann gehen wir hier hoch. Also ich bin der Meinung, ich habe jetzt überall geguckt. Ich war eigentlich jetzt überall. Wahrscheinlich habe ich trotzdem was vergessen. Naja. Dann sei es so, nicht wahr? So, dann sind wir nämlich wieder hier unten. Ne, hier sind wir noch gar nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Sind wir auch gar nicht. Jetzt sind wir hier unten. Wieder. Und wir brauchen immer noch den zweiten Schlüssel. Damit wir weiterkommen. Und den müssen wir uns erstmal irgendwie besorgen. So, Moment, da war ich gerade. Ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Ist ja wurscht, ne? Gucken, wo komme ich hier hin? War ich hier schon? Das ist durchaus möglich. Ach, hier ist... Ah. Hier bin ich. Halten wir uns mal lieber fest, oder beziehungsweise bleiben wir lieber hier drauf. Ich will nicht unbedingt runterfallen. Brauche ich Leben? Ich bin kerngesund, das ist schön zu hören. Ich habe wieder einiges kaputt. Guck mal hier, warum liegt denn hier eine Leiche? Yeah, ich habe den zweiten gefunden. Woohoo. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt einfach das Türchen aufmachen. Ich bin nämlich der... Wahrscheinlich habe ich, wie gesagt, übersehen habe ich hundertprozentig irgendwo was. Verlinkt mich dafür in den Kommentaren. War ich hier schon? Ich glaube, ja. Bestimmt sogar. Ach, hier ist das. Das kann ich ja nicht machen. Da muss ich ja erstmal hier das... Ah, da brauche ich die Säge. Super. Die habe ich natürlich nicht. Jetzt gehen wir hier hoch, mein Freund. Ja, dann können wir in der nächsten Folge aber durch das Tor durch. Vielleicht finden wir da ja irgendwie so eine Verbesserung für unsere Waffe, für das Kreuz. Vielleicht, da muss man vielleicht auch einfach mal gucken, dass man ein wenig doch nochmal die anderen Level durchgeht, wenn man mal einen Abschnitt schafft. Also die ersten Level, wenn man Waffenverbesserungen zum Beispiel oder Waffenupgrades nicht gefunden hat, dass man die dann nochmal sucht. Das kann man ja eigentlich auch mal machen. Ja, kann man machen. Könnte man eigentlich Tatsache. Mal gucken. Da könntet ihr mir ja auch in die Kommentare schreiben, ob ich das mal machen soll, die ganzen Sachen suchen oder nicht. Ich stelle mich jetzt erstmal hier vor, guck mal, ob ich die kaputt machen kann. Nein, die kann ich nicht kaputt machen, so ein Schmarrn aber auch. Stell mich hier vor, beende die Folge, bedanke mich bei euch, bis dann. Haut rein, Leute.